Hey yo Leute, Crimex hier und heute gibt's von mir mal eine nicht so erfreute Information, jedoch muss das auch mal sein, weil ich einfach möchte, dass die betroffenen Leute sich darauf vorbereiten können und natürlich werde ich euch dafür auch einen Lösungsvorschlag bieten. Ihr fragt euch jetzt bestimmt schon, heilige Scheiße, um was geht es? Und zwar können ab dem Patch 1.17 manche PS3-Spieler kein GTA Online mehr spielen. Ja, warum das Ganze? Und zwar alle PS3-Spieler, die die Ultra-Slim-Version besitzen mit nur 12 GB, diese können ab dem Patch 1.17 kein GTA Online mehr spielen, weil GTA dann einfach mehr als 12 GB Speicherkapazität braucht. Vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere von euch, na gut, okay, dann kann ich halt keinen Patch 1.17 spielen, ist scheiße, dann spiele ich halt weiter GTA Online mit Patch 1.16. Ja, Freunde, so einfach ist es leider nicht, und zwar könnt ihr nur auf die GTA Online Server joinen, wenn ihr natürlich auch die aktuellste Version habt. Heißt, wenn ihr euch kein Patch 1.17 runterladen könnt, dann könnt ihr überhaupt kein GTA Online mehr spielen. Ist auf jeden Fall richtig kacke, wenn jemand von euch die PS3 Ultra Slim Version hat. Dann habe ich natürlich auch einen Lösungsvorschlag für euch parat, und zwar werde ich euch zwei Links in die Videobeschreibung hauen. Der erste Link, das ist ein Amazon-Link, bei dem könnt ihr euch eine PS3 Festplatte kaufen, das ist so ein Komplettset mit einem Schlitten auch dabei, also das könnt ihr dann wirklich direkt in die PS3 hauen. 500 GB Festplatte ist das, kostet glaube ich irgendwie so circa 50 €, also es ist nicht die Welt. Und dann der zweite Link, den ich euch in die Videobeschreibung haue, das ist ein Video-Tutorial, wie ihr eine Festplatte einbauen könnt, das ist wirklich auch ziemlich einfach. Und ja, also ihr könnt das Problem wirklich sehr einfach lösen, wenn ihr noch weitergeht, der online spielen wollt. Ansonsten ist es wirklich, ja, es ist wirklich ziemlich scheiße, Leute, muss ich zugeben. Jedoch will ich euch auch nicht nur immer über gute Sachen, nicht nur immer über Patches informieren, denn das muss auch mal sein. Ich meine, ich möchte ja nicht, dass manche Spieler von euch total aufgeschmissen sind. Und ja. So, wie gesagt, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr fandet die Information hilfreich. Es ist nicht jeder davon betroffen. Ich denke, es sind nur sehr wenige davon betroffen. Jedoch möchte ich diesen natürlich auch helfen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crimex.